Servus zu Barbecue aus Franken. Ich lümmel da ein bisschen so rum. Warum? Es ist ein herrliches Wetter und wir haben ein paar Freunde zum Grillen eingeladen. Und dann machen wir jetzt ein bisschen eine Beilage dazu. So quasi als kleines Vorspiel zu der ganzen Geschichte. Was machen wir? Wir machen eigentlich mal so ein Klassiker aus dem Touch-Ofen. Und zwar gebackene Bohnen oder Western Cowboy-Bohnen. Und was wir dazu brauchen, das schauen wir uns jetzt mal an. Was ist mir das Wichtigste bei der ganzen Geschichte? Natürlich die Bohnen, ganz klar. Ich habe jetzt drei Dosen dunkle Bohnen, also die normalen Kidneybohnen, und zwei Dosen weiße Bohnen. Dann sind da 4 Esslöffel brauner Zucker, 50 ml Bourbon Whisky. Wer auf den Eisstrich schaut, der sieht, dass er ein bisschen mehr ist, aber das schaut nichts. 250 ml Schwarzbier, 3 Esslöffel Sojasauce, einen Esslöffel Worcestersoße oder wie wir Franken sagen, eine Worcestersoße, 100 Gramm Tomatenmark, dann ein Sprut Senf oder ja, so ein Teelöffel voll Senf. Dann haben wir 3 Esslöffel dunklen Balsamico. Und an Gewürze haben wir jetzt da, ich habe jetzt alles einmal schon auf dem Teller drauf, eine Prise Ingwer ist das, dann eine Messerspitze von einem Zitronengras, ein bisschen Zimt, also auch da so eine ganz kleine Messerspitze voll, so einen halben Teelöffel Knoblauchpulver, so einen Esslöffel Zwiebelpulver, einen halben Teelöffel scharfes Paprikapulver, dann 2 Teelöffel, darf ruhig ein bisschen gehäufter sein, einen edelsüßen Paprika, 2 Teelöffel Salz und so einen halben Teelöffel gemahlenen Pfeffer. Und was wir jetzt noch brauchen, ganz wichtig, ein 10er Touch-Ofen, den sieht man glaube ich links hinten, und ein wenig Speck, das sind 250 Gramm, und damit fangen wir jetzt an, die lassen wir jetzt einmal aus im Touch-Ofen. Dann braten wir den ganzen Spaß jetzt einmal wieder an. Reduzieren jetzt aber auch gleich die Temperatur, weil wir wollen es ja ein bisschen auslassen, den ganzen Spaß. Und wenn wir es jetzt nur kross braten würden, nee, soll ja richtig schön auslassen werden. Ich lasse aus. So muss das sein. Hat jetzt gedauert ungefähr so 10 Minuten, richtig schön langsam bei niedriger Temperatur schön das Fett auslassen. Jetzt geben wir das Tomatenmark dazu. Und das ganz leicht ankaramellisieren. Wie gesagt, ich habe es ja in den anderen Videos auch schon gesagt. Tomatenmark, was ein bisschen angeröstet ist, wird einfach geschmacksintensiver. Die Säure von den Tomaten kommt besser raus und die leichte Süße, das hat ja beides eine ganz tolle Kombination. Und das empfehle ich eigentlich grundsätzlich, Tomatenmark ein bisschen anzurösten. Jetzt gebe ich auch den braunen Zucker dazu. Den lassen wir jetzt bloß ein bisschen karamellisieren auch. Dabei bleiben wir jetzt bei der ganzen Schicht. Meistens brennt verbrennt der Zucker und wird natürlich bitter, ganz klar. Wir wollen ja Karamell haben. Und das Ganze löschen wir jetzt mit dem Bourbon ab, mit dem Whisky. Boah, das ist ein leckerer Geruch. Und geben auch gleich das Schwarzbier mit dazu und lassen das Ganze jetzt mal richtig schön aufkochen oder ein kleines bisschen reduzieren. So, jetzt haben wir das Ganze schon ein bisschen reduzieren lassen, es wird schon ein bisschen dickflüssiger. Jetzt geben wir die Sojasauce und die Worcestersoße mit rein, den Senf, dann rühren wir schon mal die Gewürze drunter. Was wir noch nicht drunter tun, ist den Balsamico, der kommt erst kurz bevor es fertig ist drunter. Also das ganze Aroma natürlich verfliegt. Von den weißen Bohnen eine abgetropfte Dose, eine Dose mit Flüssigkeit. Schon mal unterrühren. Von den roten 2 abgetropfte Dosen. Eine mit Flüssigkeit. Ja, reicht als Beilage. Wie gesagt, mit der Menge wird der 10er Touch Oven gut halb voll. Der Grill ist jetzt so bei aktuell gut 200 Grad. Lassen wir es sicher ein wenig runtergehen, so auf 180 bis 200 Grad. Deckel drauf
Und ich denke mal, so eine gute Stunde, dann schauen wir wieder rein. Jetzt ist eine gute Stunde rum. Schauen wir mal rein. Jawohl, das ist jetzt auch die richtig schöne Konsistenz. Perfekt. Jetzt geben wir den Balsamico dazu. Rühren das Ganze noch runter. Und dann habe ich noch eine Zutat unterschlagen. Und zwar meine selbstgemachte Barbecue-Soße. Die gebe ich jetzt auch noch mit rein. Und zwar sind das 200 ml. Auch da kommt das Rezept dazu in die Infobox. Oder zumindest der Link aufs Video. Da ist ja das Rezept dann drin. So, jetzt lassen wir dem Ganzen noch 10 Minuten, Viertelstunde und dann versuchen wir mal. Also von der Konsistenz her, wie gesagt, ein Traum. Bud Spencer, der hätte sich freuen, wenn er das jetzt kriegt. So, jetzt muss er 10er-Touch oben, aber dicht hat er trotzdem. So, versuchen. Also vorab schon mal, der Tuft, der da weggeht, brauche ich nichts dazu sagen. So genial. Ah, genial. Wow, absolut genial. Ganz klasse. So, die Barbecue-Sauce am Schluss, die hat noch den letzten Stift gegeben. Der Bacon ist jetzt so richtig schön weich. Die Bohnen sind weich. Das Mischungsverhältnis von den Gewürzen und so weiter. Ganz klasse, die Konsistenz gefällt mir richtig gut. Kurz vorm Schneiden, also richtig schädig für sich, so muss das sein. Da freuen wir jetzt dann später drauf. Und ja, also schnelle Geschichte, typisches Dutch-Ofen-Gericht, perfekt als Beilage zu gegrillten, sowieso ein Muss quasi. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, seid so gut, gebt mir einen Daumen nach oben. Vielleicht wollt ihr einen netten Kommentar hinterlassen, würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Und wenn ihr den Kanal abonnieren wollt, natürlich gerne. Den Link dazu blende ich üblich ein. Und wir sehen uns dann wieder bei Barbecue aus Franken zur nächsten Geschichte. Bis dann, euer Sven. Tschüss.